Hallo und herzlich willkommen zurück bei Plague Tale Requiem. Wir sind hier beim letzten Mal am Fluss in Richtung Marseille stehen geblieben, nachdem es uns in der letzten Folge gelungen war, die von den Ratten zerstörte rote Stadt hinter uns zu lassen und den Steinbruch zu durchqueren. Und nun steckt das Boot hier fest, eine Kette versperrt den weiteren Weg. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, um die Kette wohl, ich denke mal, zu senken. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine Kurbel bzw. eine Winde und da drüben haben wir eine Truhe. Ich würde sagen, wir fangen erst einmal damit an, dass wir einen Blick in die Truhe werfen. Wir haben hier, glaube ich, einmal Schwefel. Ganz genau, dann können wir uns, glaube ich, ein bisschen neue Munition machen. Wer weiß, was hier noch so passiert. Machen wir uns zunächst mal neues Ignifer, zweimal. Dann haben wir wieder 6. Und wir können uns mal jetzt hier die Kurbel anschauen. Mal gucken, was wir da machen können. Auf jeden Fall kann sie durch Lukas bedient werden. Na, dann lassen wir ihn das doch machen. Und wir schauen uns das einfach an. Lukas, das übernimmst du. Klar doch. Sie steuert eine Fähre. Wir brauchen keine Fähre. Die Kette muss weg. Auf unserer Seite ein Fest. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas. Scheint die Kette zu blockieren. Wie kommen wir da runter? Wir finden eine Lösung. Wir finden eine Lösung, definitiv. Wir finden immer einen Weg. So, wo hängt das jetzt hier fest? Wir nehmen mal die Schleuder und die Steine und schauen mal, ob wir irgendetwas... Ich glaube, der Karren steht im Weg, Amicia. Hier steht ein Karren im Weg? Was für ein Karren? Wir haben hier eine Fähre, Lukas. Es geht hier nicht um einen Karren. Nun gut, schauen wir mal, ob wir irgendwas finden können, ob wir irgendwas anvisieren können da drüben, was diese Fähre da blockiert. Sieht erst einmal nicht so aus. Probieren wir es mal hier auf der Seite. Hier können wir auch nichts anvisieren. Hier ist auch nichts im Fluss zu erkennen, was irgendwie die Kette blockiert. Da unten sind Leichen zu erkennen, aber... Die hängen da vorne fest. Gut, die blockieren hier nicht. Schauen wir mal von der anderen Seite, würde ich sagen. Vielleicht können wir da irgendwas entdecken, das uns hier irgendwie weiterbringt. Also mit der Schleuder können wir hier nichts anvisieren. Die Zielaufschaltung reagiert nicht. Das ist merkwürdig. Lukas ist schon ganz aufgeregt und rennt hier um uns rum. Nun gut. So, na dann würde ich sagen, ja, wir kommen erstmal irgendwie nicht weiter. Wir schauen uns hier einfach mal um. Vielleicht können wir ja irgendwas Nützliches finden. Oder vielleicht äußern Amicia oder Lukas noch irgendetwas, das uns weiterhilft. Schauen wir mal, ob wir vielleicht einen Beutel Stücke erst einmal hier finden. Wäre auch nicht ganz verkehrt. Hier liegt erstmal nichts. Schauen wir auch mal hier. Oh, hier ist etwas, wo wir drunter durchkommen. In den Planken, hier ist ein Loch. In den Planken hier ist ein Loch. Das könnte denn wo weiterhelfen. Schauen wir mal. Nee, hier ist kein Loch. Wo hat Amicia jetzt ein Loch gesehen? Ich glaube nicht, dass das hier, dieser Spalt, als Loch gilt. Gucken wir uns mal um. Da ist etwas, das wir machen können. Hier haben wir einen Wagen. Ach, das ist wo der Karren, den Lukas eben meinte. Na dann, wir können ihn das machen lassen. Nur dann soll er das doch gleich mal tun. Wenn er den Wagen hier, den Karren, schon entdeckt hat. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Natürlich. Wir gehen mal beiseite. So, Lukas hat aufgehört. Und er hat den Wagen nach hinten gezogen. Und wir können von der Seite lang. Ich gehe rein. Vorsichtig. Ach, da ist das Loch, was Amicia meinte. Wie hat sie denn das gesehen? Naja, gut. So, wir müssen wohl da runter ins Brackwasser. Und ich glaube, das ist nicht nur Brackwasser. Nein, definitiv nicht. Da unten... Oh je, ja. Da ist mehr als nur eine Leiche zu erkennen. Lassen wir uns dennoch mal fallen. Wir müssen ja wohl da runter. Oh Gott! Alles in Ordnung? Alles... Alles gut! Da sind überall tote Leute! Raus da! Nein! Ist schon gut, keine Sorge! Tut mir leid.
Ich staune über Amicias Selbstbeherrschung. Das ist hier aber wirklich alles andere als gut. Sie hat gerade gesagt, das ist alles gut. Sie ist was wohl mittlerweile arg gewöhnt. Und da vorne, da können wir etwas machen. Da blockiert eine Leiche die Winde oben. Die müssen wir auf die Seite ziehen. Oh, nein, bitte nicht. Tut mir leid, ich muss. Oje, der bewegt sich noch. Bitte, verzeih. Es muss leider sein. So, versucht's jetzt mal. Du hast es geschafft. Ich bring die Fähre zu dir. Ja, bitte. Komm zurück. Bin unterwegs. Das war bestimmt schrecklich. Ja. Was heißt hier, das war schrecklich? Wir sind noch nicht raus, aber hier war gerade etwas. Ja, wir können hier auf die Fähre klettern. Großartig. Alles in Ordnung? Fertig? Endlich Luft. Lass dir Zeit. Sag mir Bescheid. Wir lassen uns Zeit und erholen uns erst einmal. Das war ja alles andere als ein erfrischendes Bad im Fluss, würde ich sagen. Nun gut, wir haben aber die Fähre dadurch hier drüben. Und steht Lukas an der Winde? Ja. Gut, dann können wir ihn jetzt wohl da aufhören lassen, dran zu ziehen. Und wir kommen auf die andere Flussseite. Du kannst aufhören. Sofort. Tut mir leid, Amicia. Ich hab Angst. Ach nein, es ist nicht deine Schuld. Marseille wird dir gut tun, Hugo. Ich will nicht zum Orden gehen. Ich weiß, Magister Vaudin war nicht nett. Aber diesmal wird es anders. Seine Inselmutter. Nicht jetzt, Amicia. Na gut. Beatrice sollte wirklich noch mal über die Insel nachdenken. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, nach Marseille zu fahren. Das kann nur in einer Katastrophe enden. Vielleicht denkt sie wirklich noch mal über das Gespräch nach, das sie und Amicia in der letzten Folge geführt haben. So, wir sind auf der anderen Flussseite. Und ich sehe schon was, das ist ja großartig. Da stehen zwei Truhen. Und da ist wohl auch gleich mal eine reich verzierte Truhe. Klettern wir aber erstmal hier von der Fähre. Und dann suchen wir mal eine Möglichkeit, hier irgendwas mit der Kette zu machen. Ich denke, wir werden die irgendwie lösen müssen, damit das Boot weiterfahren kann. Mal gucken. Also wir schauen uns einfach mal in Ruhe um. So, die Kette muss weg, auf welche Weise auch immer. Siehst du was? Ich suche schon. Wir schauen uns hier ganz in Ruhe um. Wir werden schon eine Möglichkeit finden. Hier muss doch etwas sein. Ja, wir werden schon eine Möglichkeit finden. Davon gehe ich aus. Wir schauen mal ganz in Ruhe, wo die Kette lang führt. Hier oben, ich würde das nicht als Flaschenzug bezeichnen, sind auf jeden Fall Zahnräder, aber hier kann ich nichts erkennen. Wir schauen mal aus einem anderen Blickwinkel. Hier hängt ein Gegengewicht und da ist doch was zu erkennen. Da ist ein Ring. Könnte klappen. Lukas, geh von der Kette weg! Geht klar! Amicia sagt's auch. Wir haben die richtige Stelle gefunden. Dann nehmen wir mal unsere Schleuder raus. Und die Steine. Und dann werden wir mal da oben den Ring zerschießen. Amicia, nein! Das war laut. Geht's dir gut? Was zur Hölle? Schauen wir uns mal an, was passiert ist. Sag schon! Mir geht's gut! Hätte mich nur fast zermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Die Kette ist weg, aber die Pontons auch. Ich docke an der Schleuse bei der Brücke an. Lukas, kommst du dahin? Irgendwie bestimmt. Alles klar, bin unterwegs. Sei vorsichtig. Pass auf dich auf. Ja, ja. Ist doch egal, was mit mir ist. Hier geht's nur um Hugo, Mutter. Ich weiß, du vertraust mir nicht, aber hör ihm bitte zu. Beruhige dich. Konzentrier dich. Wir machen das Ganze in Ruhe und entspannt, Amicia. Wir müssen jetzt zum Boot rüber.
Das liegt jetzt da drüben an der Brückenbaustelle. Und da drüben ist Lukas zu erkennen. Er hat sich noch nicht auf den Weg zum Boot gemacht. Und das hat hier ordentlich Zerstörung angerichtet mit der Kette. Dass wir da einfach nur das Gegengewicht haben zerstört. Nun gut, wir haben das auf jeden Fall geschafft. Wir sind ein bisschen weiter. So, dann gucken wir uns mal um. Wir hatten ja schon zwei Truhen jetzt gesehen. Da drüben ist die reich verzierte Truhe. Hier haben wir aber scheinbar keinen Durchgang. Na, dann gucken wir uns erstmal die einfache Truhe hier an. Mal schauen, was da drin ist. Da haben wir auf jeden Fall Alkohol drin und das andere müsste Schwefel sein. Ganz genau, sehr schön. So, dann gucken wir uns mal um, wie wir jetzt hier weiterkommen. Auf jeden Fall war das eben ziemlich knapp hier mit dem Gegengewicht. Das hätte beinahe Amicia getroffen. Nur gut, so, hier scheint es irgendwie nicht rauszugehen. Obwohl das hier wie ein Tor aussieht. Nee, hier können wir nichts machen. Hier liegt auch nichts. Na, dann schauen wir uns mal weiter um. Dann kommen wir hier vorne irgendwo lang. Ja, hier ist ein Abgang. Sehr schön. Großartig. Und da vorne sehe ich was. Da ist doch gleich die nächste Truhe. Na, dann holen wir uns doch erstmal die einfache Truhe hier. Und gucken mal rein. Wir haben hier nochmal Schwefel, so wie es aussieht. Ganz genau. Sehr, sehr schön. Und hier rechts ist noch etwas. Das ist ein Kristall. Ist das ein Sammelobjekt oder ist das dieses Pyrit? Wir haben einmal Pyrit gefunden. Großartig. Also, wir haben eine Lebensversicherung gefunden. Das ist großartig. Sehr, sehr schön. Da können wir uns dann der Ratten erwehren. Lukas hatte uns ja beim letzten Mal etwas Pyrit zugeworfen. Und wir sollten ja Neues finden. Das haben wir jetzt. Sehr schön. So, jetzt sollten wir uns hier mal weiter umschauen, ob wir noch etwas anderes entdecken können. Da war doch gerade was. Da steckt ein Messer. Da haben wir die zweite Lebensversicherung gefunden. Sehr schön. Eingesteckt. Wir hatten ja kein Messer mehr. So, dann schauen wir uns mal hier weiter um. Hier sind ein paar Bäume gefällt, laut Axe jedenfalls. Allerdings sieht das eher so aus, als wären die Bäume durch einen Sturm umgeknickt. Naja, wer weiß. Und da drüben, da scheint ein Durchgang zu sein. Ich nehme mal an, wir kommen an die reich verzierte Truhe hier. Nein, kommen wir nicht. Wir haben hier eine Leiter stattdessen. Okay, wir kommen auf den Dachboden des Fährhauses. Aber der Stein versperrt uns den Weg zu der reich verzierten Truhe da hinten. Das ist aber nicht so schön. Vielleicht kommen wir hier an der Seite denn irgendwie wieder runter. Naja, klettern wir erstmal die Leiter hoch. Aha, wir haben was ganz anderes gefunden. Das ist ja großartig. Wir haben eine mobile Werkbank gefunden. Und ja, wir können, glaube ich, gleich mal unser Messer opfern. Ja, wir müssen uns mit dem Messer hier die mobile Werkbank öffnen. Was haben wir denn hier? Wir haben auf jeden Fall Stücke da drin. Au, das sieht gut aus. Wir haben 4 Beutel mit Stücken, das heißt, wir haben 20 Stücke gefunden und ein weiteres Werkzeug. Großartig. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Messer hierfür einzusetzen. Stecken wir das alles mal ein. Und dann gehen wir gleich mal an die Werkbank, denn wir sollten jetzt unsere Ausrüstung aufwerten können. Mal sehen, was sich machen lässt. Wir können jetzt, wir haben das dritte Werkzeug zusammen, das bruchfeste Werkzeug herstellen. Da fehlte uns ja in der letzten Folge noch das Werkzeug. Na, dann werden wir uns das mal herstellen. Dann brauchen wir nämlich keine weiteren Werkzeuge mehr. Das kostet uns jetzt die 3 Werkzeuge, die wir im Inventar haben, und 90 Stücke. Insgesamt haben wir 139 Stücke. Großartig, sehr schön. Viel besser. Das ist wirklich viel besser. Wir schauen mal, wir müssten ja jetzt noch ein paar Stücke übrig haben. Wir haben noch 49 Stücke übrig und wir könnten jetzt hier für 30 Stücke den Ringgürtel machen und wir könnten die Geheimtaschen machen, kostet uns ebenfalls 30 Stücke. Wir schauen mal bei der Schleuder, das ist allerdings rot. Die Doppelhalterung können wir nicht machen, da fehlen uns ein paar Stücke, 16 Stücke fehlen uns da leider.
Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, wir investieren das mal. Wir lassen ja doch recht viele alchemistische Komponenten zurück. Also machen wir uns mal die Geheimtaschen hier für 30 Stücke. Das sollte die Sache erleichtern. Das denke ich auch. Verlassen wir mal die Werkbank hier. Und dann gucken wir gleich mal, wie viel wir jetzt machen können bei der Munition. Gucken wir mal, ob wir mehr Ignifer herstellen können als erstes. Ja, wir können auf jeden Fall noch 4-mal Ignifer herstellen. Wir können jetzt insgesamt 10 Ignifer tragen, dann also auch dementsprechend 10 Thea und 10 Extinguius. Sehr schön. Na, dann machen wir unsere Taschen mal voll. Und dann werden wir auch noch Extinguius herstellen, 2-mal. Und dann haben wir eigentlich unsere ganzen alchemistischen Komponenten erst einmal verbraucht. Wir haben nur noch recht wenig übrig. Sehr schön. Nehmen wir mal wieder die Steine vorsichtshalber in den Anschlag. Wer weiß, was noch so passiert. So, wir können wieder die Leiter runter und uns hier weiter umschauen. Wir haben hier noch die Truhe da vorne. Mal gucken, wie wir da rankommen. Erstmal hier wieder durch den Spalt zurück. Und dann gucken wir uns mal weiter um. Vielleicht können wir noch was anderes entdecken. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch einen Beutel Stücke. Oder vielleicht finden wir... Oh, ein Loch. Ich glaube, wir können hier unter dem Fährhaus durch. Wir ducken uns mal. Ja, da drüben geht's gleich raus. Sehr schön. Da müssten wir jetzt an die reich verzierte Truhe hier links kommen. Da ist sie auch schon. Sehr schön. Gucken wir mal rein. Ich denke, wir werden wieder ein Werkzeug finden. Was haben wir da Schönes? Ja, da ist ein Werkzeug drin und das können wir jetzt auch verwerten. Also, wir brauchen die nicht mehr einsammeln. Mal gucken, was wir für kriegen. Oh, wir haben ein Stück dafür erhalten. Na, großartig. Naja, wir brauchen die Werkzeuge jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall brauchen wir nur noch die Stücke und nicht mehr die Werkzeuge. Stecken wir auch hier noch den Alkohol ein. Und dann machen wir uns mal auf den Rückweg unter dem Fährhaus hier durch. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zur Brücke. Ich denke, hier in der Ecke haben wir uns jetzt gut umgeschaut. Wir gucken noch mal ganz kurz hier vorne. Ach nee, hier sind wir ja runtergekommen. Hier scheint auch nichts zu liegen, außer an gespürten Leichen aus der Roten Stadt. Na, das war doch sehr ergiebig hier eben. Wir haben Pyrit gefunden. Wir haben unser bruchfestes Werkzeug und jetzt haben wir die Brückenbaustelle erreicht. Und wir müssen wohl erstmal nach rechts und da drüben sehe ich schon was. Da können wir wohl hochklettern. Gut, schauen wir uns aber erstmal links um, würde ich sagen. Nach rechts müssen wir ja ohnehin. Werfen wir mal einen Blick in alle Ecken, ob wir noch vielleicht etwas finden können. Aber hier scheint es nichts zu geben, so wie das aussieht. Doch. Hier drüben, in der Schubkarre, hier liegt ein Beutel. Himmel, das nächste Schlamassel. Wie komme ich darüber? Ganz ruhig. Du bist aufgewühlt und du weißt warum. Die Insel. Denk jetzt nicht dran. Bleib konzentriert. Wir bleiben konzentriert. Wir machen das Ganze in Ruhe und entspannt. Und wir nehmen uns jetzt hier erstmal die Stücke mit. Sehr schön. So, gucken wir uns mal weiter um. Ich denke nicht, dass wir noch einen weiteren Beutel mit Stücken hier finden können, aber dennoch würde ich gerne einen Blick in die Runde werfen. Hier haben wir noch eine Stelle, wo wir wohl hochklettern können. Scheint aber zu hoch zu sein. Und da links haben wir einen Wagen. Ah ja, okay, dann brauchen wir den wohl. Das da drüben ist wahrscheinlich der Weg über die Brücke. Und das dürfte dann wohl zu einem Geheimnis führen. Nehme ich mal an. Oder zu einem Sammelobjekt vielmehr. Nehmen wir uns mal den Wagen und ziehen ihn erstmal zurück. Gucken wir uns das hier erst einmal an und platzieren den Wagen hier drunter. Sehr schön, klettern wir mal hoch und schauen mal, wo uns das hinführt, Amicia. Ich wollte eigentlich hoch, so ist besser. Und dann geht es hier wohl rechts weiter. So, was haben wir jetzt hier? Hier liegt nichts. Hier haben wir nur das Baugerüst und hier kommen wir erstmal nicht weiter, so wie das aussieht. Ist das eine Klappbrücke? Könnte sein. Okay, dann müssen wir wohl erstmal einen Ring finden, den wir jetzt erschießen können. Aber der dürfte wahrscheinlich hinter der Brücke liegen.
Wir müssen wohl nochmal runter. Dann machen wir das. Und schauen uns das Ganze mal von hier unten an. Gehen wir mal hier rüber. Und schauen mal, ob wir irgendwas sehen können. Da leuchtet was. Da. Aber von hier erwischen wir den Ring wohl nicht. Doch. Gehen wir noch ein bisschen zurück. So sieht das gut aus. Da schießen wir auch nicht gegen das Baugerüst. Sehr schön. Die Brücke ist unten und wir können wieder nach oben. Na, dann gucken wir mal, wo uns das jetzt hinführt. Oder wozu das führt. Und was wir finden werden. Eine reichverzierte Truhe wird es wohl kaum sein. Die hatten wir ja gerade. Gucken wir mal ganz kurz, ob hier irgendwas liegt. Nein. Aber wir können wohl da weiter und nach oben klettern. Ah ja, dann werden wir jetzt wohl eine Erinnerung finden mit diesem wunderschönen Blick auf den Steinbruch, den wir in der letzten Folge durchquert hatten. Na dann werfen wir doch da vorne mal von der Klippe einen Blick darüber. Das sieht auf jeden Fall großartig aus jetzt hier. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt, hier hochzukommen. Aber ich glaube, wir haben was ganz anderes gefunden. Wir haben eine Blume für Hugo gefunden. Hier können wir doch was einsammeln. Sehr hübsches, rosafarbenes Blümchen. Stecken wir uns das mal für Hugo ein. Oh, bist du hier gestrandet? Tut mir leid, ich brauch dich. Ich tue alles, um ihn aufzumuntern. Bald geschafft. Das wird Hugo sicherlich aufmuntern. Wir haben nämlich ein Windröschen für seine Sammlung gefunden. Gedeiht an den Küsten des Mittelmeers. Der griechische Name Anemone bedeutet Tochter des Windes. Diese Pflanze erblüht unter rauen Wetterbedingungen und sät ihre federleichten Samen über weite Entfernungen aus. In der griechischen Mythologie wird sie mit Hingabe in Verbindung gebracht und soll aus den Tränen der Göttin Aphrodite entstanden sein, als sie Adonis Tod betrauerte. Der Volksglaube besagt, dass Regen bevorsteht, wenn die Windröschen sich schließen. Sehr schön, dass wir dieses Windröschen hier gefunden haben. Jetzt müssen wir es bloß noch zu Hugo bringen. Und wir schauen uns mal ganz kurz Amicia an. Sie hat sich das Windröschen ins Haar gesteckt. Sehr gut. Wir haben die vierte Blume, glaube ich, jetzt gefunden. Und wir schauen uns jetzt mal hier oben auf der Klippe weiter um. Da unten ist das Fährhaus. Das haben wir, glaube ich, uns gut angeschaut. Und wir schauen auch mal hier in die Ecken. Vielleicht liegt der hier noch ein Beutel Stücke. Sieht aber nicht so aus. Und wir wissen ja jetzt auch, dass wir an den Felsen schauen müssen, um vielleicht etwas Pyrit zu finden. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie viele wir tragen können. Wahrscheinlich können wir ebenso wie bei den Messern nur einmal Pyrit mit uns führen. Nun gut, hier müssen wir erstmal wieder runter. Und dann einen Weg hier über die Baustelle uns suchen. Und das heißt, wir werden uns jetzt gleich wieder den Wagen schnappen und den dann darüber schieben, da wo die andere Klettermarkierung ist. Also jetzt hier nach rechts. Scheint auf jeden Fall ein leichterer Wagen zu sein, als die, die wir bisher hatten. Oder Amicia ist mittlerweile kräftig genug und hat das oft genug gemacht, dass sie das mittlerweile ohne Lukas Hilfe schafft. Auf jeden Fall ist das keine gute Geschichte. Heißt es nicht, never split the party. So, wir können jetzt hier wo hoch. Gut, das ist geschafft. So, dann schauen wir jetzt mal, wie es weitergeht. Hier haben wir ein weiteres Baugerüst. Hier können wir scheinbar nichts machen. Das heißt, wir müssen wohl darüber und uns hier fallen lassen. Lukas! Wo bist du? Mutter! Ist Lukas noch nicht bei dir? Nein! Wir sehen ihn nicht mehr! Aber was macht er denn? Lukas wird versuchen, durch die Ratten zu kommen, die immer noch da drüben im Steinbruch sind. Ich sehe ihn auch nicht. Wer weiß, wo der gerade steckt. Ich denke, ihm werden wir erstmal helfen müssen, sobald wir dann das Boot erreicht haben. Wir müssen bloß noch hier ein kleines Stück bewältigen. Gut, na dann schauen wir mal, wie wir da jetzt hinkommen. Das sieht auch zu hoch aus zum Klettern. Zu hoch. Ich brauche noch einen Karren. Alles klar, brauche ich das nicht sagen. Wir müssen uns also nach einem weiteren Wagen umschauen. Machen wir das. Lukas! Hier geht es erstmal nicht weiter und hier ist kein weiterer Wagen zu sehen. Moment, wir haben hier einen Hebel. Wir haben einen weiteren Kran.
Ah ja, Moment. Wir haben hier einen Kran und da ist eine Plattform. Die Plattform, auf der wir gerade standen. Ich denke, wir können den Kran benutzen, um die Plattform nach rechts zu schwenken. Und dann können wir uns da drüben sicherlich den Wagen nochmal holen. Ja, da ist eine Möglichkeit, wahrscheinlich zum Andocken der Plattform. Gut, na dann betätigen wir mal hier die Kurbel, beziehungsweise drehen wir mal den Kran. Sehr schön, das scheint richtig zu sein. So, jetzt müssen wir bloß noch den Wagen darauf schieben. Das heißt, wir müssen wieder zurückklettern. Nee, können wir ja nicht. Wir kommen ja nicht hoch. Moment, was liegt denn da? Da ist eine Kette und da ist ein Ring. Jetzt müsste ich zurückkommen. Alles klar, hier ist eine weitere Abkürzung. Nennen wir sie mal so. Eine weitere Klappbrücke gewesen. Und hier ist ein Spalt, wo wir uns durchzwängen können. Und dann müsste neben uns der Wagen stehen. Sehr schön. Los, du schaffst das. Ich muss wieder klettern. Der andere Karren hatte die perfekte Größe. Was heißt hier der andere Karren? Dieser eine Karren hier. Komm her, ich brauch dich. Genau, den brauchen wir jetzt. Und den ziehen wir erstmal nach hinten und schieben den mal darüber. Ziehen wir, glaube ich, die falsche Variante. Sonst landet Amis ja noch rücklings im Wasser. Und einmal baden am Tag reicht definitiv. So sollte es gehen. Ich denke auch, dass das so geht. So, wir müssen wohl wieder erstmal zurück. Also hier wieder durch den Spalt. Und hier über die Brücke. Rüber zu dem Kran. Wo bist du? Oje, Lukas ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Gut, bringen wir uns mal den Karren hier rüber. Los geht's. Ach, gut, eine Insel finden. Ach, und wie? Vielleicht könnte ich Joseph fragen. Ganz diskret. Das wäre eine Variante. Er ist immerhin Bootsmann. Ich glaube, da drüben steht er auch. Und er weiß sicherlich was über die Inseln vor der Küste der südlichen Provence. So, da ist der Wagen. Den brauchen wir jetzt. Also ziehen wir uns den mal dahin. Also hier wieder ran. Und dann rückwärts erst einmal runter von der Plattform. Hübsches Rätsel. So, drehen wir uns den mal. Nicht, dass wir da Amis ja noch einklemmen. Obwohl, das sind nur Seile. So, der Wagen steht richtig. Und wir können hier hochklettern. Mal gucken, ob wir dann schon zum Boot kommen. Hilfe! Was zur Hölle? Oh nein, Arnos Männer! Lass ihn in Ruhe! Ziel einfach und schieß! Mit dem Griff kannst du nachladen! Alles klar! Loslassen! Lass mich los! Wie gefällt euch das? Lukas, alles in Ordnung? Ich zittere am ganzen Körper. Danke. Zu viele Ratten. Ich komme nicht zu euch hin. Amicia, mach ihm den Weg frei. Wie? Präpariere deinen Bolzen mit Ignifer. Feuer auf irgendwas aus Holz. Dann brennen die Bolzen länger. Mach ich. Lukas, ich sag Bescheid, wenn der Weg frei ist. Verstanden. Das ist ja sehr interessant. Wir haben jetzt hier eine Armbrust. Wir konnten Lukas helfen, ganz anders als gedacht. Und wir können jetzt auch Brandbolzen wohl verschießen. So, die sind eingestellt. Und wir können sie in hölzernen Objekten versenken. Und ich sehe hier Markierungen. Wir müssen wohl dreimal schießen, wenn ich das richtig sehe. Aber fangen wir erstmal da drüben an, würde ich sagen, bei Lukas. Danke, das sollte reichen. Ja, das klappt ganz gut. Mal sehen, wie lange diese Bolzen brennen. Der Weg ist schon fast frei. Ha, großartig. Einmal müssen wir es noch machen. So, du kannst kommen. Ja, brillant, bin unterwegs. Wie geht es dir? Gut, mir ist zwar das Blut gefroren, aber danke fürs Treffen. Das war die gleiche Gruppe wie in der Arena, Amicia. Was ist in der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Er ist ein großes Problem, fürchte ich. Wir müssen weg. Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder. Du bist offenbar auch sehr geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht. Dann los, jetzt!
Ja, netter Versuch. Das ist schlecht! Was ist los? Schnell, flussaufwärts! Umzingelt sie! Was hast du mit denen gemacht? Hab mich nur verteidigt! Müssen wir etwas machen. Wir haben hier tierbefleckte Trümmer, die wir anzünden können. Nehmen wir die Feuerbolzen und schießen einfach drauf. Hier geht's nirgendwo hin! Da kommt mehr! Brenn! Jetzt brennt schon! Es dauert zu lang! Geschafft! Ja! Amicia! Komm her! Jetzt! Ja, Schluss jetzt, Mutter! Da, bitte! Wie gefällt euch das? Gott, das ist Wahnsinn! Da rechts! Der Wald fährt alles auf, was er hat! Du hast den Scheißkrieg angezettelt! Das wollte ich nicht! Aber ich mach dieses Schwein an nur kalt! Wir kriegen sie an der Brücke! Sag den Männern, dass sie kommen! Genau! Sag ihnen, dass sie so gut wie tot sind! Ja, Amicia sollte sich etwas beruhigen. Jetzt wissen wir auch, warum dieses Kapitel unruhiges Fahrwasser heißt. Die Strömung nimmt zu, weil wir aus der Schlucht raus sind. Bleib am Ruder und überlass sie mir. Nicht schlecht, Kleine. Die Armbrust ist wie für dich gemacht. Nein! Was ist geschehen? Joseph ist tot! Geh wieder rein und pass auf Hugo auf! Sollen wir das Boot befreien? Es ist da oben verteut. Also müssen wir die Seile irgendwie kappen. Und das war ja eben ein sehr unruhiges Fahrwasser. Also wie eben schon gesagt. Jetzt wissen wir, warum das Kapitel so heißt. Amicia hat jetzt ihre Armbrust erhalten. Das sieht ja großartig aus. Und wir sind wohl mit diesen Banditen noch nicht fertig. Na, das war ja eben was sehr, sehr spannend. Und völlig unerwartet, dass der hier auftaucht. Das muss wohl der Wolf sein oder Arnaud. Bin mir noch nicht sicher, ob das ein und dieselbe Person ist. Für heute soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Das geänderte Boot werden wir dann in der nächsten Folge, beziehungsweise am Anfang der nächsten Folge befreien. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Das war sehr spannend, diese Flussüberquerung hier. Und wir haben ein kleines Stückchen es geschafft, den Fluss in Richtung Marseille weiter hinabzufahren. Dass Joseph jetzt tot ist, ist allerdings weniger schön. Wir haben keinen Bootsmann mehr. Nun gut, wie gesagt, für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier dann mit A Plague Tale Requiem weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao ciao und bis bald.